Auch in Pandemiezeiten muss die Einsatzbereitschaft beim technischen Hilfswerk sichergestellt sein. Daher trafen sich jetzt einige Helferinnen und Helfer. Ortsbeauftragter Holger Maiweg nutzte dies für 3 Beförderungen. Eine Berufung von Frau Sina Marie Reichmann wird zur stellvertretenden Ortsjugendbeauftragten Oberball berufen. Dortmund den 21.12. Mareike Reinders, Leiterin der Regionalstelle. So, ich sage herzlichen Glückwunsch, wir bleiben auf Abstand. Einmal für dich. So, das als neuen Koch, als Unterstützung für unsere Chefin. In der Küche für Agatha steht hier drauf, Herr Chris Witterschek wird vorläufig zum Koch für den Ortsverband beim Ball berufen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, haben wir dann noch eine Berufung mit Wirkung vom 21.11. wird Jacqueline Dunig zur Verwaltungsbeauftragten für den OV Ball berufen und auch auf den Fern. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Der Dienstbetrieb beim THW muss ein wenig umgestellt werden aufgrund von Corona. Es besteht allerdings die Möglichkeit, in kleinen Trupps die Belehrungen durchzuführen, die wir heute Abend dann in kleinen Trupps auch durchführen werden, sodass wir dann also auch die Einsatzbefähigung und den Einsatzerhalt sicherstellen können. Der reguläre Dienstbetrieb muss man abwarten, wann der wieder gestartet werden kann. Die Jugend startet nächste Woche ebenfalls mit Online-Diensten. Auch da ist ein Präsenzdienst aktuell nicht möglich. Zu Einsätzen steht das THW jederzeit zur Verfügung.